Ich glaube, hier ist eh keiner. Mutterseelen allein. Tobblebots Haus. Okay, Tobblebot, hast du irgendwie eine Workbench oder irgendwie sowas? Nö. Aha. Ja. Das wäre natürlich jetzt blöd gewesen, wäre man jetzt eingesperrt gewesen. Dann wäre das Spiel für mich wahrscheinlich vorbei. Ich habe eine Falle gefunden und bin einfach reingelaufen. Sag mal hier, CD-Spieler. Ich will Kisten, Leute. Ich will Kisten und keine CD-Spieler. Die Lampe ist aus. Und hier? Haha, oh, da war schon wer. Okay. Gut, da ist schon wer gewesen. Also ist der Feind irgendwo in der Nähe, eventuell. Müssen wir aufpassen. Das sind alles meine Geräusche. So, dann packen wir es jetzt. Und gehen vorne. Oh, ein Spielplatz. Hui. Gehen wir erstmal auf die Rutsche hier oben, oder was das ist? Aussichtsturm. Da oben gehe ich jetzt gleich rein. Hier ist niemand mehr. Oh, oh. Aber ich heile jetzt eh gleich wieder schnell. Hier im Wasser ist auch nichts. Da ist auch nichts. Alles auf tief machen, alle Einstellungen halt. Auf tief? Wie auf tief? Anakyptus. Anna irgendwer. Anaziptus. Anderziptus. Ne, hier ist auch nichts. Gar nichts. Ist das ein Adventure? Nee. Da muss man nicht rumhüpfen. So, die Leute gehen schon AFK. Klar, das dauert jetzt ganz schön lange hier. Die Aufnahme der Unendlichkeit sozusagen. So, da ist nichts. Ich irre so ein bisschen blind durch dieses Dorf, habe ich das Gefühl. Im Ofen ist nichts. Es wäre cool, wenn da jetzt irgendwas noch drin wäre. Vielleicht noch ein Eisen. Da kann man da hoch? Wäre da oben was? Da oben wäre vielleicht was. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich da irgendwie über die Ecke? Hier? Ah, da oben ist das Schlafzimmer. Da könnte irgendwas sein. Müssen wir mal gucken. Ah, oh, verdammt, bin ich gut. Natürlich komme ich da. Oh, ja, super, da ist eine Treppe. Ah, Tagebuch, Tag 1. Where did they all go? Am I alone? Tag 2. Went to get gas. Nobody there. Free gas! Tag 5. Haven't written in 3 days. Been busy. Tag 8. Wir schauen uns um. Niemand ist da. Das ist doch alles ein bisschen viel. Tja. Hier hat irgendwie jemand versucht zu überleben. Hat ihm anscheinend nicht so wahnsinnig viel gebracht, weil er ist nicht mehr da. Ich denke immer, wenn ich übers Gras laufe, dass ich jemanden höre. Aber ich höre eigentlich immer nur mich selbst. Das ist schon so ein bisschen strange. Und hier oben, was ist denn das für ein Haus? Ohne irgendwas. Da will ich ja nicht wohnen wollen. Und mal unten hin? Auch nichts, klar. Wieso auch? Ich bin ja schon gut ausgerüstet. Also, ich habe es schon mal erwähnt, die Karte ist verdammt groß. Ich habe mich jetzt irgendwie auch wieder verlaufen. Schauen wir mal auf die Karte, die wir dabei haben. Wie mache ich das auf X? Auf X, okay, die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß gar nicht, ob man Addons verwenden darf. Ich habe natürlich jetzt einen Vorteil gegenüber Leuten, die jetzt kein Karten-Addon drauf haben. Das tut mir natürlich jetzt auch leid, für die Leute, die keins drauf haben. Hätte man vorher gut klären sollen. So, da vorne. Kann ich da hochklettern? Was ist denn das eigentlich? Das sieht aus wie eine Burg. Ist schon wieder spannend hier. Da kann ich doch gar nicht hoch. Da ist auch das Wasser so dämlich. So eine Strömung nach unten. Nee, da komme ich nicht hin. So, da auch nicht. Hier vielleicht? Mhm. Muss ich da hinten rum? Kann ich da unten rein? Bam, bam, bam. Da kann man durchtauchen. Aufstehen. Kann man nicht. Da kann man nicht durchhalten. Nein, nein. Oh Gott. Also da kann man nicht durchtauchen.
Es leben noch Michael 301, Marv zockt, Marv Craft in Minecraft sozusagen, Flippo und das war's. Okay, wir sind nur noch drei. Das heißt, dass hier natürlich echt aufpassen. Ah, cool. Jetzt bin ich doch irgendwie reingekommen. Die ganzen Pilze hier. Essen ohne Ende. Keiner kriegt Fly. Ja. Ich lebe ja glücklicherweise noch, also muss ich nicht rumfliegen. Ich lasse euch einfach mal ein paar Pilze stehen. Wenn ihr also das nächste Mal hier dran vorbeikommt, während die Aufnahme noch läuft, werdet ihr noch ein paar Pilze finden. Die roten nehme ich aber jetzt nochmal so ein paar mit. So, einen noch, den vielleicht noch. Dann haben wir 9. Ah, noch einen. Noch einen haben wir 10. Dann passt die Zahl auch. So. Kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Ah ja, schau mal hier. Ich kann auch was... Ne, da kann ich... Ne, so nicht. So nicht! Blätter kann ich kaputt machen. Nur noch mal schauen, ob das mir irgendwas bringt. Wenn ich jetzt hier oben rumkletter, wahrscheinlich nicht. Total ab vom Schuss. Doch, es hat was gebracht. Wie geil. Sauber. Weizen und 2 Schüsseln. Oh, wie cool. Dann können wir jetzt auf jeden Fall... Nom, nom, nom. Bisschen erstmal das verrottete Fleisch essen. Oh, ist das gemütlich, dieses Spiel. Am Anfang war ich so... Also, was ihr da oben seht, ist übrigens das Ende der Welt sozusagen. Das, wo man jetzt... sieht, dass da die Map auf jeden Fall zu Ende ist. Und mal versucht noch da hoch zu klettern. Ey, ich fall bestimmt runter und bin dann tot. Ja, wir probieren's. Es ist ja auch irgendwie so eine spannende Geschichte hier. Ich muss ja nicht irgendwie immer nur easy weasy hier rumlaufen, sondern kann auch ein bisschen spannend über die Häuser klettern. Vielleicht ist oben auf dem Dach auch noch was. So ein Diamantenschwert wäre nicht schlecht. Oder eine Diamantenrüstung. Aber ich glaube, sowas gibt's hier gar nicht. Das wäre dann schon echt zu unfair gegenüber den Leuten, die noch nicht so viel gefunden haben, oder? Oder? Ah ja, schau mal an. Da hätte man... Ach so, da kann man hochklettern und dann da hoch. Also müsste da oben ja irgendwas sein. Solange noch keiner da gewesen ist. Draußen habe ich auf jeden Fall einen guten Fund gemacht. So eine Workbench wäre nicht verkehrt. Da müsste ich nochmal in die Mitte gehen. Ach komm, hier ist gar nichts. Du kannst mich doch nicht hier oben hochschicken mit einer Leiter und dann ist da nichts. Überhaupt nichts. Man sieht nicht mal irgendwas. Läuft da wer? Nö. Alle, die jetzt killen, werden gekickt. Ja, Leute, ihr habt irgendwelche Probleme. Ah, jetzt habe ich's. Mit den anderen Leuten, die da sind, kann ich da gefahrlos runter dann? So, warte, so. Und dann... Da und dann da. Oh Gott. Oh Mann. Da hier. Und dann da. Oh Leute, ich weiß nicht, soll ich das probieren? Da ist bestimmt was richtig Cooles drin, wenn das so versteckt ist. Aber ich komme da nicht mehr weg. Wo springe ich denn dann dahin? Also da und dann auf den. Da unten runter komme ich aber nicht. Das überlebe ich nicht. Da irgendwie Liane? Ne, Liane wächst da auch nicht. Und hier? Da komme ich auch nicht rangesprungen. Ach, verdammte Axt. Aber da irgendwie... Wir werden es jetzt probieren. Und wenn, ist die Aufnahme gleich vorbei. Passt zeitlich eh. So, Achtung. Okay. Ja, ein Diamant, genau. Geil. Das ist natürlich cool. Komme ich da irgendwie? Da würde ich auch längs kommen. Vielleicht mache ich das von einem tiefer. So. Okay. So, da komme ich auch rum. Oh. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich einen richtig fiesen Sprung vor mir. Nein, da sterbe ich doch. Oh nein, Marv, was hast du getan? Oh Gott. Oh nein. Oh. Okay, also jetzt wird's doch spannend. Nein, ich traue mich nicht, verdammt! Ah, ist das eine fiese Stelle hier. Oh, okay, ganz ruhig. Kann ich da irgendwo runter?
da, aber das bringt mir irgendwie gar nichts. Ich muss es hier oben probieren. Oh nein. Oh, geschafft! Yeah! Mann, voll cool. Wir sind richtig die Abenteuerschweine hier. Also Indiana Jones können sich eine Scheibe davon abschneiden. Okay, jetzt sind es nur noch drei Leute. Drei? Ja, drei. Okay. Hat er den einen einfach platt gemacht? Gut. Die Kiste habe ich schon. Dann gehe ich jetzt wieder runter. So, muss mal aufpassen, dass die Treppe nicht irgendwie einfach mal zwischendurch aufhört. Nee, da scheint sie überall weiter zu gehen. Okay, da könnte man runterfallen und hier könnte man, muss man aber nicht runterfallen. Nein, nein. So, ich bin auf jeden Fall unter den letzten Überlebenden hier. Das ist also für das erste Mal Hunger Games meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Die letzten drei. Also Platz 1 bis 3 ist mir auf jeden Fall schon mal sicher. Alle anderen sind ja irgendwie tot. Bin ich in der Kirche? Ja, ich bin in der Kirche. Mal gucken. Also wenn ich nicht auf dem Gras laufe, dann hört man mich auch nicht. Das ist natürlich wieder eine ganz coole Geschichte. Auf dem Gras? Da hört man die Schritte, ansonsten hört man sie nämlich nicht so wirklich. Nur so ein ganz klein bisschen, aber auf Stein hört man sie nicht. Gucken, ist hier noch irgendwo was? Da oben? Da oben vielleicht. Komme ich da jetzt hin? So. So, dann drehen wir uns mal um und da ist gar nichts. Gar nichts. Vielleicht sollten wir mal wieder was essen. Ja, wir haben mal noch ein bisschen was. Nehmen wir ein bisschen unser verrottertes Fleisch, dann ist es auf jeden Fall weg. So. Und wir sind nicht ganz am Verhungern. Und wir leuchten jetzt wieder so komisch. Oh, das wäre knapp gewesen, wäre ich darunter gefallen. Ach so, Ende der Welt. Hier ist jetzt also nichts mehr. Der Baum sieht auch richtig cool aus. Wollen wir da mal hingehen und gucken? Aber da ist überhaupt kein Weg rein, oder? Komm schon, Michi. Gib ihnen die Flugrechte. Sie wollen noch ein bisschen fliegen und gucken, was die Leute so machen. Und vor allem, wo wir sind. Das wäre auch was. Mal jemandem zu sagen, wo ich bin. Ja, ich bin da hinten irgendwie am Ende der Welt. Verstehe. Mach mich auf den Weg. Finde ich gut. Natürlich super, würde ich jetzt irgendwie noch einen killen. Weil, dann bekomme ich nämlich seine Items. Und dann sind wir wieder im Vorteil. Jetzt hier hinten am Ende der Welt, hier wird keine Kiste sein. Man will es ja nicht unterstützen, dass die Leute irgendwie so weit rauslaufen, vermutlich. Komm schon, Michi, gib ihm Flugrechte. Nein, nein, nein. Das läuft nicht. Das ist ja eine geile Brücke. Na, die sieht ja mal richtig gut aus. Also das muss ich mir merken. Mit Druckplatten. Komme ich da jetzt irgendwie heil runter, ohne dass ich mir wehtue? Alle Infos für Toten stehen auf dem Totendach. Das ist ja meine Ansage. Das Totendach. So, ich könnte mich doch einfach runterspülen lassen. Ich habe irgendwie eine Kiste übersehen, aber vielleicht. Ist auch egal. Ich brauche wieder eine Workbench. Ich müsste irgendwie mal wieder in die Mitte gehen. Ach, die ist sogar so dreigestaffelt. So verdammt cool. Also das ist richtig gut. Das muss ich mir für mein eigenes Minecraft-Let's Play irgendwie merken. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wie so eine gute Brücke funktioniert, einfach mal ein bisschen zurückspulen und sich die Brücke jetzt genauer angucken. Also, es kann sich jetzt richtig ziehen bei dieser großen Karte mit nur 2-3 Leuten. Vielleicht sollte ich jetzt einfach eine Aufnahmepause machen und in 2 Stunden nochmal einschalten. Aber dann verpassen wir wahrscheinlich das Beste. Und hier auf den Bäumen bin ich natürlich richtig gut sichtbar. Da hinten gehe ich jetzt mal hin. Natürlich super, dass mich jeder hört, wo ich jetzt rumhüpfe, weil ich voll auf den Blättern unterwegs bin. Ach, da ist noch so ein Haus. Voll cool.